Sandro hatte noch etwas vorbereitet, und zwar eine öffentliche Mitteilung an Frau Merkel und Gefolge. Und möchtest du das Mikro in Stände haben? Frau Merkel, Herr Steinbrück, Frau von der Leyen, Herr Gauck und alle anderen unserer Regierung. Ich erspare mir, Sie mit Ihren Titeln anzusprechen, denn diesbezüglich haben Sie an Respekt verloren. Jegliche menschenwürdige Achtung verlieren Sie mit Ihren Lügen und Betrug an Ihrem eigenen und an anderen Völkern. Nicht nur meinen Respekt, sondern auch den Respekt von den vielen Menschen, die hier zu den Mahnwachen kommen. Von denen, die hier stehen, das sind aber längst noch nicht alle. Allein Braunschweig zählt schon etlich hunderte Mitglieder, die nicht alle heute und an anderen Montagen hier stehen können. Aber mit uns in Verbindung stehen. Die 40.000, die in Berlin waren, durften ihnen nicht entgangen sein. Die Mitgliederzahl ist aber auch noch wesentlich höher. Es waren so ungefähr um die 10.000. Bei Weitem sind es noch viel mehr. Die können aber leider auch nicht oder konnten nicht alle an dem Tag anwesend sein. Dennoch davon abgesehen, einschließlich Österreich, der Schweiz, europaweit, ja sogar international, Vancouver, die Staaten, Australien, um nur einige zu nennen, sind wir eine riesige Masse von Menschen, die ihr Lügenkonstrukt durchschaut haben, die nicht mehr blind hinter ihnen herrennen und auf ihre Lügen hereinfallen. Einige ihrer weißen Schafe mag wohl noch an die heile Welt glauben. Sie sind leider noch zu verblendet, zu manipuliert von den Status Quo-Symbolen und ihrer Scheinwelt, in die sie hineinschaufeln. Merken nur nicht, dass sie zum Abgrund geführt werden. Doch die vielen schwarzen Schafe, und glauben Sie uns, es werden täglich immer mehr, haben einen anderen Weg eingeschlagen. Wir rennen ihnen nicht mehr gedankenlos zum Abgrund und zum Schlachthof hinterher. Wir haben ihre Lügen satt, mit denen sie die Deutschen hinters Licht und direkt in das Elend führen. Die Armut in Deutschland breitet sich immer mehr aus. Die Staatsverschuldung ist höher als angegeben. Die Arbeitslosenzahlen ebenso. Gefälschte Statistiken. Laut Experten liegt die Zahl bei mittlerweile über 15 Millionen. Dieses wurde bestätigt, nachzulesen unter www.ifm-society.de, übersetzt in 40 Sprachen. Die deutsche Staatsverschuldung wird von Ihnen, Frau Merkel und Gefolge, mit etwa 2 Billionen Euro angegeben. Lüge! Die deutsche Staatsverschuldung liegt bei 6,2 Billionen Euro. Mittlerweile durch Expertenmeinung bestätigt unter anderem die Weltfreiburger Wissenschaftler Bernd Rasselhüschen. Deutschland ist das höchstverschuldete Land in der EU. Sie, Frau Merkel, haben Deutschland im Auftrag der wirklichen Bosse in den Ruinen regiert. Denn Sie, Frau Merkel, haben nicht wirklich etwas zu sagen. Das Abhörprogramm der USA, Frau Merkel, darf ich Sie daran erinnern, wurde vom Tisch gewischt. Die Lissabonner Vertragslüge, die uns alle zu Sklaven der EU machen wird. TTIP, TISA, Fracking, die Liste ist endlos lang.
Ach, beinahe hätte ich es auch noch vergessen. Ist ja auch noch ein Gesprächsthema im Europaparlament. Kürzung der Sozialleistung, gerade vor kurzem gekommen. Besteuerung der Spareinlagen der Bürger und die Lebensversicherungen werden angegriffen. Ja, Frau Merkel, vielen Dank auch. Wir freuen uns oder werden uns noch freuen. Vielleicht, Frau Merkel, kürzen Sie auch mal lieber die Diäten für Ihr Versagen. Und Frau Merkel, es würde mich mal interessieren, wie man mit seinem Gewissen umgeht, wenn man Waffen in Krisengebiete liefert und zusieht, wie dort unschuldige Zivilisten, Kinder, Frauen, Männer regelrecht abgeschlachtet werden. Und das nur für ein Ziel, nicht der Religion wegen, nein, für Transportwege, Gas und Öl, für Profitgier und Machtherrschaft. Und damit auch noch nicht genug, denn diese Gier und die Machtherrschaft der Elite treibt sie auch noch dazu, Verrat am eigenen und an anderen europäischen Völkern zu begehen und nicht nur europäische Völker. Statt für Frieden einzutreten, stehen sie hinter den Kriegstreibern. Wie fühlt sich das an, Frau Merkel? Sagen Sie es mir. Kann man noch schlafen? Während zur gleichen Zeit unzählige Menschen, die ein Recht auf ein Leben haben, zum Abschuss freigegeben werden. Falls Sie ein Gewissen haben sollten, dann verbringen Sie doch einmal einen Tag in diesen Gebieten, Sie und Ihr unmoralisches Gefolge. Machen Sie es Ihrem Volk noch einmal vor uns Deutschen und den anderen Völkern. Haben Sie dazu den Mut, bevor Sie auch uns zu einer Zielscheibe werden lassen? Ach ja, vergessen Sie dabei nicht, Ihre Kinder mitzunehmen. Wir können unsere Kinder dann auch nicht in Sicherheit bringen. Aber ich vergaß, denn schließlich sind Sie und Ihr skrupelloses Gefolge in Sicherheit, während Ihr eigenes Volk und andere Völker auf dem Schlachtfeld geopfert werden. Schauen Sie sich doch mal die Bilder an von den Opfern in der Ukraine und Gaza. Bilder, die das ZDF und ARD nicht zeigen. Ich schildere es Ihnen mal. Köpfe von den Leibern gerissen durch Raketensplitter. Abgerissene Gliedmaßnahmen, blutüberströmte Körper durch Raketensplitter, auch alles zertrümmert. Ein Vater, der sein Kind im Arm hält, dessen Hinterkopf fehlt, hohl ist, weil es von Raketensplittern getroffen wurde. Das sind die wahren Kriegsbilder. Zeigen Sie die doch mal unserem Volk in ARD und ZDF. Moment. Ihre rückhaltlose Haltung ist verabscheuungswürdig. Achten Sie beim Händewaschen in Zukunft auf das Wasser. Das Wasser, mit dem Sie Ihre Hände waschen, ist jetzt schon rot. Rot vom Blut unschuldiger Menschen. Und deren Tod, die Sie durch Ihr mangelndes Rückgrat und als Marionette der USA-Regierung mitverantwortlich sind. Was meinen Sie? Wie wird sich das Wasser färben? Wie wird es aussehen, wenn Sie Ihr eigenes Volk erstmal in den Krieg führen? Frau Merkel, Sie haben einen Schwur geleistet beim Antritt Ihres Amtes. Wissen Sie vielleicht noch, was Sie geschworen haben? Oder haben Sie sich schon beim Antritt Ihrer Amtszeit strafbar durch einen Meineid gemacht? Da fällt sogar das Mikro hier. Man kann einige Menschen ein Leben lang betrügen, aber nicht alle Menschen. Das geht ganz einfach nicht. Ich bin nicht dumm. Und die mit mir hier stehen, sind auch nicht dumm. Also, Frau Merkel, beleidigen Sie nicht unsere Intelligenz. Wir bezweifeln auch nicht Ihre Intelligenz. Aber Ihr Verhalten und die Verantwortung, ein Volk zu regieren,
ist für uns unakzeptabel. Warum haben Sie nicht den Mut, uns Deutsche aus dem Klammergriff der Kriegstreiber USA und der Elite zu befreien, uns unsere Souveränität zu verschaffen, uns keine Vasallen der USA mehr sein zu lassen? Und verbieten Sie endlich mal den üblichen Medien wie ZDF, ARD und der Spiegel etc. mit dem Aufbau eines bewusst inszenierten Feindbildes aufzuhören. Russland will keinen Krieg. Russland ist für Souveränität in Europa und den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Russlands Staatsverschuldung ist minimal im Gegensatz zu den USA und Europa. Für Russland besteht gar kein Grund für einen Krieg. Die einzigen, die einen Krieg zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage brauchen, sind die USA und im Schlepptau die EU. Die Wirtschaft der USA ist am Boden und sie wissen das. Die USA provozieren bewusst einen Krieg, um ihre Wirtschaft wieder zu verbessern und ihre Machtstellung global zu sichern. Ich erinnere an den Flugzeugabsturz. Wie sieht es damit aus? Bewusst gemachte Inszenierung? Ja, war es das? Wieder einmal? Russland hat Beweise, triftige und richtig gute Beweise vorgelegt, Satellitenbeweise, die bestätigen, dass das gar nicht so sein konnte. Aber die USA und die EU haben leider immer noch keine Beweise vorgelegt, jedenfalls keine glaubwürdigen Beweise. Und nun möchte ich zu dem Punkt, den ganz schweren Punkt, Frau Merkel, noch kommen, Israel und Gaza. Und dazu habe ich Ihnen etwas mitzuteilen. Ich spreche mich hiermit gegen die pro-israelische Berichterstattung deutscher Medien aus. Ich spreche mich hiermit gegen die Verharmlosung des Genozids. Genozid bedeutet Völkermord. An den Palästinensern aus. Fakten und Beweise hierzu werden von den Medien bewusst unter den Tisch gekehrt, ohne Erfolg. Israel hat erneut Phosphorbomben eingesetzt. Der Einsatz von Brandwaffen ist entsprechend den Zusatzprotokollen von 1977 zu den Genfer Abkommen von 1949 verboten. Diese Protokolle hat Israel nicht unterzeichnet. Warum nicht? Israel verstößt somit auch gegen die Chemiewaffenkonvention. Ich fordere die Medien und die deutsche Regierung auf, nicht länger in meinen Namen zu sprechen. Ich teile nicht die Ansicht der Bundesregierung, dass Israel sich bloß verteidige. Ich spreche mich ganz klar gegen diese Lügen aus. Ich lasse mich nicht länger manipulieren und zum Narren halten. Ich bin aufgewacht. Und euer Plan funktioniert nicht mehr, er fruchtet nicht mehr. Und ich denke, ich spreche hier an dieser Stelle auch nicht nur in meinem Namen, sondern für all die, die es erkannt haben. Frau Merkel, Herr Steinmeier, Frau von der Leyen, Herr Gauck, wir, ihr Volk, sind für den Frieden. Nicht nur für unseren Frieden, sondern für den Frieden aller Völker, egal welcher Nation oder Religion. Und ich möchte mich von Ihnen distanzieren, was ich eben gerade gesagt habe, bei den Machenschaften. Dann bitte nicht mehr in meinem Namen. Ich möchte meine Seele, möchte ich reinhalten. Ich möchte mich im Spiegel angucken können und beim Händewaschen auch kein rotes Wasser haben. Danke. Danke, Sandra. Ja, wir haben hier noch eine Meldung.
meine Damen und Herren, alle, die ihr hier seid, vergesst nicht, die Merkel ist eine Kommunistin. Die ist schon immer Kommunistin gewesen. Ihr Vater hat erst bei den Nazis mitgemacht als Passer, dann bei Ulbricht und sie hat in Moskau studiert. Und wer in Moskau studiert hat, ist eine Bolschewistin. Ja, mit der Politik, das ist schon so eine Sache. Die regieren in unserem Namen, obwohl wir gar nicht dafür sind. Man sieht es ja auch oft genug bei den Umfragen, bei den echten Umfragen, die anderen manipulierten meine ich jetzt nicht. Und vor einem Jahr hatte ich auch gedacht, ich könnte über Politik vielleicht noch was ändern. Hier sind auch ein paar Menschen, mit denen ich den Weg gegangen bin. Wir haben aber dann Gott sei Dank sehr schnell gemerkt, dass man mit Parteien, mit Politik halt nicht wirklich etwas verändern kann. Und schön, dass es diese Bewegung, diese Montagsmahnwachen gibt. Und ich finde es immer wieder toll, dass wir das hier auch unterstützen können.